Wegen des Kriegs in der Ukraine sind natürlich sehr viele Menschen sehr nervös und besorgt, und das ist auch völlig logisch und berechtigt. Aber dadurch sprießen auch eine ganze Reihe von Erklärungsversuchen im religiösen Raum. Ja, manche sind wirklich haarsträubend. Ja, manche sind irgendwie mit der Fatima-Botschaft verbunden. Ja, ich habe neulich ein Video gemacht, was schon sehr viele Views hatte. Und da habe ich festgestellt, dass die Fatima-Botschaft gar nicht mal so wahnsinnig bekannt ist. Viele wissen nicht genau, was die Mutter Gottes dort exakt über Russland gesagt hat. Deshalb werde ich das hier einfach in diesem Video bringen. Ja? Und zwar, was die Mutter Gottes gesagt hat. Und denn das ist, was sie gesagt hat. Und was anderes hat sie eben nicht gesagt. Ich zitiere dieses Buch. Ja, ich verlinke zu diesem Buch unten in der Beschreibung, wenn man das Ganze lesen will. Der Autor ist ein Fatimologe aus Brasilien, und das ist eigentlich mehr oder weniger weltweit das meist verbreiteste Buch. Aber hier werde ich nicht die Kommentare von diesem Autor lesen, sondern lediglich die Botschaft von Fatima. Das heißt, was die Mutter Gottes gesagt hat in Fatima, was Russland betrifft. Ja, damit die Leute wissen, aha, das hat sie gesagt und was anderes hat sie eben nicht gesagt. Das ist schon wichtig, damit man, weil man sonst wirklich sehr schnell die Orientierung verlieren kann. Und sie sagte, der Krieg wird zwar zu Ende gehen, sie meint hier den Ersten Weltkrieg, diese Botschaft war 1917, wenn aber Gott weiterhin beleidigt wird, beginnt unter dem Pontifikat Pius XI. Ein noch schlimmerer. Wenn ihr eine von einem unbekannten Licht erleuchtete Nacht seht, so wisst, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch als Hinweis darauf gibt, dass er die Welt für ihre Verbrechen mit Krieg, Hunger und Verfolgungen von Kirche und Papst strafen wird. Dieses Buch, ja, der Vorteil ist, dass diese ganzen Aussagen werden dort mit in Fußnoten wirklich sehr klar erläutert, ja. Und denn das hat sich alles wirklich bestätigt. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Zeugnissen etc. Also das ist wirklich sehr gut, wenn man wirklich eine solide Information haben will, also keine Fantasien und so. Da sollte man dieses Buch zur Hand nehmen. Um dies zu verhindern, also das ist die Mutter Gottes, um dies zu verhindern, werde ich darum bitten, dass Russland meinem unbefleckten Herzen geweiht werden soll und dass an den ersten Samstagen die Sühnekommunion gehalten werden soll. Wenn meine Bitten erfüllt werden, wird sich Russland bekehren und es wird Friede herrschen. Andernfalls, wenn sich die Menschen nicht bekehrt, was nicht geschah, wird es seine Irrtümer, also Russlands Irrtümer, über die ganze Welt verbreiten und es wird zu Kriegen und Kirchenverfolgungen kommen. Die Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben, mehrere Nationen werden vernichtet werden. Doch am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird und der Welt wird es gegeben sein, einige Zeit in Frieden zu leben. In Portugal wird das Dogma des Glaubens stets bewahrt werden. Das ist, was die Mutter Gottes in Fatima zu Russland gesagt hat. Vielen Dank für das Zuhören. Bis zum nächsten Video.